Soundboard, c'est une membrane en épicéa de résonance. Das Soundboard ist eine Membrane aus Tonfichte, die mehr als 100 Jahre vibrieren wird. Daher ist die Auswahl sehr wichtig. Die Fichte ist 350 Jahre alt. Man sagt, dass nur ein Baum von 10.000 für den Gitarrenbau geeignet ist. Er ist vollkommen gerade, darf keine Knoten und keine Harztaschen haben und die Fasern müssen regelmäßig sein. Er wird an einem bestimmten Tag des Jahres ausgewählt, an dem er am wenigsten im Saft steht, das heißt im November bei absteigendem Mond, wenn dieser so tief wie möglich am Horizont steht. Dann ist das Holz auch am trockensten. Dann wird er gepflückt und so sanft wie möglich zu Boden gebracht. Die Förster bereiten die Umgebung vor, entfernen Steine und legen Äste hin, um diesen Baum richtig zu empfangen. Dann kommt er ins Sägewerk, wo er, wie im Gitarrenbau üblich, in Viertel gespaltet wird. Die Bretter sind dann widerstandsfähiger und der Lack dringt weniger ein. Diese Spaltstücke von 4 Meter Länge lässt man draußen, im kalten Nordwind, trocknen. Während des ganzen Winters trocknet das Holz weiter ab. Im Frühjahr wird es reingeholt und in kleine Bretter zerteilt. Die werden gelagert und trocknen dann 15 Jahre. Früher ging der Gitarrenbauer mit seinem Enkel in den Wald und wählte den Baum aus, der ihm als Vorrat dienen sollte, wenn er groß und ebenfalls Gitarrenbauer sein würde. Diese Behutsamkeit rührt natürlich daher, dass wir sehr anspruchsvoll hinsichtlich der Verwendung des Holzes sind. Während der Verarbeitung, für die Gitarre 9 Monate, für das Soundboard 4 Monate, reproduzieren wir diese sehr trockenen und winterlichen Bedingungen in unserer Werkstatt, wo die Teile gelagert werden. Wir sind anspruchsvoll, weil wir wissen, dass diese Musikinstrumente uns überdauern werden.